Okay, Leute, mein Podcast, der Gast aus 307, geht in die nächste Runde. Folge 1 mit Elisabeth Kössinger, unsere Landwirtschaft- und Tourismusministerin aus Österreich. Die Elli wird uns im Podcast ein bisschen mitnehmen in ihr Leben, tief hinein, was sie beschäftigt, was sie antreibt, für was sie brennt und was die Mission ist, als Ministerin, als Frau in Österreich anzutreten. Viel Spaß, der Gast aus 307. Jetzt gehen wir ein bisschen und nachher die Frau da unten, das ist eine Privatpension, ganz eine liebe Frau, die hat uns ein bisschen Frühstück hergerichtet. Ach so, ja nett. Ja, ja. Ja, also zu der gehen wir oben. Zu der gehen wir oben. Ja, sehr gut. Und dann werden wir ein bisschen frühstücken. Mhm. Und bei dem Frühstück nehmen wir dann quasi den Podcast auf. Okay. Oder für so 30 Minuten. Gibt es eine Politikerin und einen Politiker in Österreich, die fremdsprachmäßig so fit ist wie du? Ah ja, sicher. Schon? Also schau dir den Außenminister an. Ja, okay. Hast du als Kind eigentlich die, oder als Jugendliche dann, wo du glaube ich in der Landjugend dann die Sprecherin geworden bist, hast du auch schon gewusst, okay, du hast da einfach diese Führungsrolle als Frau, du willst was bewirken? In der Politik glaube ich ist vieles sehr viel zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen sein. Mhm. Also gerade jetzt, was auch so Netzwerke und so betrifft und Leute, die man kennenlernt, wo man dieselben Ziele hat. Und wenn man dann eine Sympathie findet, die sich halt gegenseitig auch unterstützt und irgendwie weiterbringt, dann funktioniert das ja. Was ich mir auch schwer vorgestellt habe, oder halt was mir zuerst gut gefallen hat, war, du hast gesagt, bei dir zu Hause ist nie gejammert worden. Ja. Und das denke ich mir, wow, das ist ein Wahnsinns Geschenk eigentlich, wenn man das so selbst oder bewusst dann so wahrnimmt, wie du das jetzt sagst. Es ist nie gejammert worden, sondern so ist es und so machen wir es draus. Ja. Weil wir Menschen immer so sofort immer negativ. Alles ist immer, wir haben die Chance, ich sage immer, wir haben die Chance, die 5 Sachen, die super waren am Tag aufzuzählen. Und wir haben die Chance, diese 5 Sachen wird es immer geben, die was nicht so super waren. Und ja. Wir greifen immer, wir erzählen uns dem Partner zu Hause, den Freunden immer, was nicht gepasst hat. Oh Scheiße, oder was nicht gepasst hat. Nein, ich habe das mittlerweile für mich selber in Zahlen gegossen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn bei Leuten 80% gut ist und 20% läuft nicht gut oder sind halt Schwierigkeiten oder Herausforderungen, dann neigen wir dazu, aus diesen 20% 100% zu machen. Und das verdeckt aber eigentlich den Blick darauf, dass es gar nicht so schlecht ist und dass man halt echt Nein, was es ist, in jeder Mitarbeiter, jeder Job, alles was du selber machst, ich sage immer diese 9-zu-1-Regel. Von 10 Sachen machst du 9 super und eine halt nicht so. Ja. Und wir merken immer nur das eine, was nicht passt. Immer genau. In der Freundschaft, immer stellt uns das eine. Genau. Na, was ich mir oft denke, wir haben irgendwie so keine Fehlerkultur oder keine Kultur des Scheiterns. Und das gehört aber dazu. Also, ich kenne so viele coole Leute und wenn du dir ihre Lebensläufe anschaust, sind sie alle einmal am Bauch gelegen, mit dem Kopf am Asphalt, weil halt Dinge ein kompletter Reinfall waren und oft auch persönliche Niederlagen. Aber ich glaube, die echt große Qualität von jedem Unternehmer ist dann einfach wieder aufzustehen und das nur mal neu zu probieren, vielleicht auch aus Fehlern zu lernen, das hilft dann sehr. Aber halt dann genau dort wieder weitermachen. Ne? Also nicht aufgeben und auch nicht. Und das Scheitern oder die Rückschläge halt nicht als etwas Schlechtes ansehen, sondern als eine Möglichkeit halt besser zu werden. Also ist es immer so, wo man den Jungen sagen können, hey, Fehler sind erlaubt und als Fehler was Geiles draus machen. Ja, und ehrlich gesagt musst du ja halt da machen, nicht? Weil ich kenne keinen, bei dem alles einfach nur immer super rennt. Ja, das ist der, was eh nichts gemacht hat. Ja, genau. Der hat nichts angegriffen. Ja. So super wie die Halten das ist und die Glocken das Schönste im Herbst ist das Schönste, wenn du auf den Almen bist und du hörst diese Kier, ja. Der Duft dazu. Wahnsinn. Super schön. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben halt die letzten Generationen extrem gelebt und extrem
die Unternehmen und die Wirtschaft den Umsatz, die Betriebe und das Datenvolumen nach oben getrieben? Ja, ich glaube, dass sich die Wertigkeiten einfach verschieben. Also das war zum einen einmal generell mehr Bewusstsein dafür kriegt, dass das alles zusammen, wo wir jetzt hinschauen, nicht selbstverständlich ist, dass auf der einen Seite viel harte Arbeit dahinter steckt, aber dass es nicht einfach immer nur um Wachstum und um noch mehr Geld und noch mehr höher, weiter, schneller geht, sondern das, worum es halt sehr oft geht, sind halt dann auch Beziehungen untereinander, miteinander, vor allem eben auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil dieser Arbeitskräftemangel, der beschäftigt uns im Tourismus genauso wie in der Industrie, in allen Branchen aktuell. Und die, die halt gutes Miteinander auch im Betrieb haben, die halt immer fair bezahlen und vor allem auf Qualität setzen, die haben halt zum Teil geringere Probleme als andere, die nach wie vor glauben, es lässt sich aus jedem alles und auserpressen. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein bisschen Sinnbild für alles, was generell am Planeten vor sich geht. Ja. Also ich glaube, dass speziell jetzt nach Corona im Tourismus kein Stein mehr am anderen bleiben wird und dass vieles an Veränderungen jetzt da auf uns zukommt und dass halt vor allem in Österreich viele die Nasen aber wieder vorn haben werden. Weil die schon kapiert haben, wohin die Reise aktuell geht. Ja, ja. Und ich glaube, man braucht nicht sagen, es ist eh höchste Zeit geworden für die Veränderung. Man hat eh schon Jahre drauf gewartet. Man hat eh gesagt, wie lange geht das jetzt noch so weiter? Wie lange? Man war eh ausgereizt in vielen Belangen. Und eigentlich sollte man nicht schimpfen, was man falsch gemacht hat, sondern sich darum bemühen, was man jetzt anders macht. Einfach genau. Mit sich entwickeln, das ist ja cool, wenn sich wieder mal, es kommt halt wieder mal so ein großer Schub und es ist cool, wenn man da mitsurfen darf. Was ich gemerkt habe, dass ganz viele, vor allem auch junge Unternehmer in den letzten Jahren irgendwie versucht haben, an ein Lokal zu kommen, aber mit Pachtpreisen, mit extrem vielen Schwierigkeiten einfach oft die Möglichkeit nicht gehabt haben und ich glaube, dass jetzt da nach der Corona-Pandemie einfach wieder voll viel Platz für Innovation ist. Ja. Ich sehe nur in Wien, der Strecken von daheim zum Kindergarten, wie viele neue Lokale und Gastronomiekonzepte da auf einmal irgendwie aus dem Boden wachsen. Das finde ich schon irgendwie großartig, dass das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Luft geschaffen hat für Neues. Ja, und was das Schönste ist, es gibt keine Regeln, so quasi, das Restaurant muss so sein oder du musst, sondern es ist alles erlaubt, wie du den Gast bedienst, wie der Gast dich das Essen holt, was für Essen ist, ist alles. Mhm. Und das ist auch schön, oder? In unserer Welt, diese Freiheit. Und das taugt mir auch gut, wenn ich so als junges Pärchen, die sich sagen, hey, wir machen es aus unserer Leidenschaft, wir gehen zusammen und wir machen so ein kleines Restaurant auf. Oder? Das ist ja nichts Schöneres, als wie so gemeinsam sowas irgendwas oder so zwei Kumpels ja, sagen, hey total. Geil, das funktioniert, machen wir nächstes auf. Ja. Find das. Ja. Morgen! Grüß dich! Wie geht's? Ja, so ja. Rein, oder? Führst uns auf, oder? Oh, jetzt machen wir ein Foto, wir drei. Komm her. Super! Ich bin noch bis morgen. Morgen bin ich noch da, ja. Aber es ist so wunderschön da. Schön, gell? Mhm. Heiliges Antl, gell? Du kannst schon ein bisschen froh sein, dass du der Alpbäcker bist. Ein bisschen Hollywood, ja. Ja, super. Na, wenn wir die nicht aufhalten von Ausmissen. Wie geht's noch? Nein, wir gehen jetzt da wieder zurück. Entschuldige. Entschuldigung. Wir haben da oben das Auto geparkt und jetzt fahren wir da oben. Da oben? Nein, dann gehen wir in den Hof unten da in den Talerhof. Ja. Talerhof. Zum Taler, gut, very good. Very good, very oder? Good. Zur Agnes. Agnes, ja, Talerhof ist der beste Kaiserschmarrn. Nein, da bist du ein bisschen weiter aufgefahren. Müssen wir jetzt in der frühen Kaiserschmarrn? Ganz oben. Da ist 1944 ein amerikanischer Flieger da reingesaust, ist da abgestürzt und jetzt haben sie noch ein Flugzeug. Teile gefunden? Nein, ein Haxen. Ein Flügel. Also. Ach so, ja. Haben sie da oben ausgestellt. Da haben sie alles beschrieben vom Piloten. Ich weiß nicht, jetzt meine ich, ist er gestorben. Aber da ist er nicht gestorben. Also nein, das ist in Amerika, der hat da Veteran, wo das ist. Wir sind in Brixel, du hast ausgekupft. Und der Flieger ist da reingerauscht? Der Flieger ist, sie haben gehofft, dass er drüber kommt. Nachher ist er halt gerade bei den Baumgipfeln, hat es niedergestrafft. Und das ist der Haxen liegt da oben noch. Und ist beschrieben,
in Deutsch und in Englisch von der Geschichte halt. Und wir, ja, das sagt wir, er, das als, ist ein wir als Buben haben halt aber Fruchtteile gesucht. Ja, Schätze gesucht. Achso, es ist gestern Norbach da gut, oder? Mhm. Immer, wenn ich da bin. Für dich alles. Also, du sagst, geht? Du führst uns jetzt nicht auf. Na, da auf. Wenn wir weiter umsetzen. Ja, na gut, drum in der Kehre da. Ich glaube, ich ist auf. Ja, ja. Du siehst, mit mir kannst du echt was erleben, ja? Ja. Dankeschön, super war es, danke dir. Du war. Schauen wir mal. Mal klopfen. Ja. Agnes? Agnes? Nein, hat sie nicht hergerichtet. Aber keiner da. Hallo, Christi. Hallo. Christi, komm. Da ist ja gut. Hoffentlich haben wir uns nicht im Tag vertan. Warum hab sie es? Nein, nicht, dass du gemeint hast, Donnerstag und mich kommen oder so. Passt alles. Ja, super. Alles frisch. Nicht. Und heute mal schön weh da noch, gell? Ja. Ja. Ja, so herrlich. So ein schöner Blick. Wunderschön. Ja, nein, wir sind auch gern da und wir genießen es. Ja. Das ist mir echt so. Wir genießen es. Da, wo du jetzt bist, da ist die Welt einfach nicht noch. Ja, ist einfach Heimat und Heimat. Ist einfach nett. Man braucht auch nicht mehr. Die frische Luft, das Wasser, der Frieden, die Berge. Mehr braucht man ja nicht. Eine gute Luft und sicher, wenn es wieder nicht alles so ist, aber das ist auch gleich. Das gehört auch dazu? Ja, das gehört auch dazu. Und gar braucht man mehr Ruhe. Ja. Ja, nein, das passt schon. Schon ein Kaffeerillpult, hast du schon einen feinen Divan, oder? Ja, genau. Mindestens so gut. Ein Bach, wo man mal die Schüsse da kam. Du wolltest einmal einen Rauch kochen? Ja, ganz genau. Ach so, schon. Wahnsinn. Ja, sehr wir haben es nur so lassen. Was heißt Rauch? Ja. Dass da ein offenes Feuer war. Ja, und damit, das ist 200 Jahre alt oder 100 Jahre alt? He? 400 Jahre. Also offenes Feuer, das ist mir immer gesessen. Nein, an Stelle. Und der Kamin ist gerade da von der Decke weggegangen. Und wo es Speck gesucht haben, also haben sie da zugemacht, dass der Rauch drin bleibt. Ja. Mhm. Weil sonst geht es ja nicht. Der Hansl Peter hat uns erzählt, ja. Da gibt es den besten Kaiserschmarrn. Ja, hat er gesagt, gell? Er hat gesagt, wir haben oben getroffen heute. Also, ja, der ist schon aufgefunden, ja. Dann hat gesagt, zu Agnes. Nein, das ist super. Ja. Jetzt haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir Frühstück, können wir keinen Kaiserschmarrn essen. Ja, irgendwann kommt schon mal die Zeit. Ja, aber ja. Bestimmt. Nein, das hört schon noch. Los geht's. Der Gast aus 307. Heute zu Besuch und als Gast im Alpbachtal mit der wunderbaren Elli Elisabeth Köstinger, Ministerin für Tourismus und Landwirtschaft in unserem wunderschönen Land Österreich. Und was sie so bewegt, antreibt, motiviert, beschäftigt, da werden wir jetzt ein bisschen bei einem schönen Frühstück mitten in der Tiroler Bergwelt ein bisschen quatschen. Elli, willkommen in Tirol, willkommen in Österreich, willkommen bei mir.